Heute gibt Spinat mit Knoblauch und Stammkartoffen, Rührei dazu. Liebe Freunde, was gibt bei euch heute Schöne? Bei mir gibt einfacher Rezept heute als Spinat mit Stammkartoffeln und Rührei mit Knoblauchpfanne. Und sechs habe ich schon Eier und Kartoffeln habe ich schon fertig abgezehnt. Sechs fehlen noch Spinat und Knoblauch. Ich bitte euch, kommt einfach mit mir in meinen Garten. Wir suchen noch den Rest. Gehen wir weg in unseren Garten, um Spinaten zu ernten. Spinat hatten gerne den Wetter ein bisschen kühler, darum habe ich schon frühes Jahr immer gesägt und die haschen immer die Hitze, die Blüte, wenn die Hitze kommt. Und da kennen wir die Spinaten. Gute Zeit ist ungefähr im März schon in freier Land zu geben. Und diese Zeit können wir schon gut ernten und essen. Sondern werden sie blüht, wenn so warm sind. Schmecken die auch nicht mehr. Ein bisschen Lauch schweben dürfen auch nicht vergessen. Das gehört in Rührei dazu. So, und der Spinat ist schon da. Weg. Können wir mal waschen. So, die erste Mal habe ich schon gewaschen. Und seht ihr das im Wasser? Hat immer kleine schwarze Läuse.
Und da, weil meine Gemüse im Garten haben wir keiner dagegen, die Insekten gemacht. Davon die kleine Ameise und kleine Schwarte, Käfer oder was sagt man hier, Läuse. Und das, wenn wir waschen, manchmal ziehen die mehr in die Blätter drinne. Und davon gebe ich euch einen Tipp, dass wir es weiter mal waschen. Erstmal lassen wir Wasser ablaufen, dann machen wir ein bisschen neue Wasser da rein. Unser Waschbecken ein bisschen abspülen mit dem Sand und Dreckig. Dann lassen wir wieder neue Wasser da rein. Waschen wir nochmal, aber dieses Mal lassen wir ein bisschen unter Gemüselänge drin und dazu ein Löffel Salz dazu. Ein Löffel Salz. Damit wir die Läuse, die tot, die werden tot und dann werden wir verlassen unser Gemüse und dann können wir unser sauber Gemüse essen und ohne Chemie. Das machen wir nochmal. Wir können ein bisschen 10 Minuten hier drinnen mit dem Salzwasser liegen lassen, damit die Läuse richtig mit dem Salzwasser saut und werden die tot. Und wenn die tot ist, dann verlassen die unser Gemüse. Dann können wir mal richtig echt sauber Gemüse essen. Brauchen wir keine Angst haben, irgendwas kleiner schwarze Läuse drinnen sind. Manchmal, die sind auch egel, ne? Man sieht manchmal auch unappetitlich aus, wenn die in den, unser Essen reinkommen. Aber ist so, wenn man Bio essen will, das gehört dazu, das ist die Insekten, die Raupe, die Tiere da drinnen. Und davon ist mein Tipp, dass wenn wir Gemüse abwaschen, lassen wir ein bisschen Salz drinnen und dann werden die tot. Und wenn die tot sind, dann können die nicht mehr in unser Gemüse festhalten. Und dann, wenn wir unser Gemüse rausnehmen, dann werden die auch in Wasser bleiben. Dann ist unser Gemüse richtig sauber. Okay, 10 Minuten lassen, ja? Ist schon die Spinat sicher sauber, liebe Freunde. Da können wir in Ruhe schön genießen, die lecker Gemüse. Mit die Zeit zusammen rechnen, das ist die Kartoffeln kochen ein bisschen länger, davon würze ich Kartoffeln zuerst hoch. Und da nebenbei kann ich auch Spinaten hochsetzen, aber Spinat geht aber ein bisschen schneller. Davon Kartoffeln dauert 20 Minuten, koche ich zuerst. Und davon mache ich ein bisschen mehr wie ein Löffel Salz dazu in unsere Kartoffeln, damit der Geschmack nicht so lass ist. Hm? So, fangen wir direkt mit unserem Spinat an. Ungefähr 2 Esslöffel Öl mache ich da rein. Ich messe nicht zu viel Öl essen, darum mache ich immer 2 Löffel Öl für meine große Spinatkorb des Reiters. Die nächste ist Knoblauch gleich hinein. Knoblauch sind schön lustig. Das nehmen wir in der Gemüse da rein. Alles hat
hast du gekriegt? Was ich weiß nicht, was du kriegst. Nee, wir rühren euch. Ja, klar, was du? So, mache ich zuerst den Unterlauschwieber da rein. Lauschwieben ist lecker, liebe Freunde. Ich koche öfter entweder mit Lauschwieben oder richtig Schwieben oder irgendwer gehört immer dazu in meiner Mahlzeit. Schon durch, habe ich schon Wasser abgegossen und jetzt können wir unser Stammkartoffeln machen. So, die gehört dazu, ein bisschen Butter. Ich mache so ein bisschen so 50 Gramm oder 30 Gramm Butter, so ungefähr, sag mal. 30 Gramm Butter. Und dann ein bisschen Milch dazu. Da mache ich genau für mich wie auf Arbeit. Auf Arbeit wird auch immer so lecker Stammkartoffeln gemacht. Das kommt dann wieder. Genau so den Rezept habe ich gemacht. Unser Rührei ist auch schon fertig. Hier mache ich den Rührei extra ohne Lauschwieben für meinen Sohn. Er isst keine Lauschwieben. Da müssen wir immer extra für ihn machen. So, liebe Freunde, meine Mahlzeit ist schon fertig. So biepe einfach und schnell geht. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß mit Kochen. Guten Appetit, bis bald.